Willkommen zurück zu meinem Victoria 2 Let's Play. Wie bereits das letzte Mal gesagt, ich habe jetzt mal die meisten meiner Rebellen besiegt. Noch bin ich nicht ganz fertig. Ich wollte zuerst fertig machen, nachdem ich ganz fertig mit ihnen war. Aber wir hatten hier noch ein sehr hübsches kleines Event, das ich euch näher bringen wollte. Und zwar haben wir glorreiche Forscher gehabt. Unsere glorreichen Forscher haben als erste eine Flagge am Südpol gehisst und unserem großartigen Land dadurch viel Ruhm und Prestige beschert. Ein glorreicher Tag für die Wissenschaft in unserer Nation. Weiß ich nicht, ob es für die Wissenschaft glorreich war. Forschungspunkte haben wir keine gekriegt, aber 130 Prestige, damit sind wir auf 1608 Prestige mittlerweile. Das ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Unser Heer ist immer auf 106. Nur 13. was die Heeresstärke betrifft. Und das, obwohl wir die ganze Zeit irgendwas in Heer investieren. Naja, kann man nichts machen. So, jetzt haben wir eigentlich fast alle aufgebraucht. Da haben wir noch 6000 Mann rumstehen an der moldawischen Grenze. Themisch war, haben sie es tatsächlich geschafft, eine Region zu erobern, die Kommunisten. Finde ich nicht richtig von ihnen. Die sollen das lassen. Noch ein Vorgebot. Schau, schau. So, die letzten Rebellen sind erledigt und da wird sich auch noch einer hinbegeben. Das habe ich schon veranlasst. Yes, wir können Marinestützpunkte größer machen. Machen wir den Stahldampf als nächstes. So, und dann werden wir gleich mal sämtliche Marinestützpunkte ausbauen. Auch dafür sollte unser Geld noch reichen. Obwohl Marinestützpunkte sind echt ein Wahnsinn, was die Preise betrifft. Der kostet 62.581, der wäre Marinestützpunkt in Sench. Ich weiß nicht, die bauen dort die Kai-Mauern aus Platin oder sowas in die Richtung. Zumindest stelle ich mir das ein bisschen so vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt was bringt in Afrika. Ich glaube, die Kreuzer sind bereits das erste Schiffstyp, den man nur in der Heimat bauen kann, also nur in Europa in dem Fall und nicht in Afrika. Aber das macht nichts. Zusätzliche Marinestützpunkte bringen auch Kolonialmacht und im Oman brauchen wir ja enorme Kolonialmacht, um daraus, achso, da bauen wir gerade aus, um daraus im Endeffekt einen Bundesstaat zu machen. So, wir haben nicht einmal 1 Million aufgebraucht dafür. Okay, wir nehmen die Spannung. Wir nehmen das Bewusstsein. Ah, Balboa haben wir auch noch. Ganz vergessen. So, Temisch war es auch wieder in unserer Hand. Jetzt können wir das auch noch verbauen. Ja, passt. So, unsere Kolonialmacht ist 560 derzeit. Hm.
Mache ich nur zu wenig dafür. Genau, dann noch mehr einmal. Es sind noch immer keine Geschützrohre produziert. So, könnten sie aber langsam Gas geben. Die Herren von der Geschützrohrfraktion. Oh, da haben wir schon 4,5. Wenn wir den Fokus entfernen. Und dann bauen wir gleich einen neuen Fokus. Wir wollen jetzt möglichst viele Staaten zu Bundesstaaten machen. Ich glaube, das ist zielführend. Das kostet. Wieso kostet das 890 Kolonialpunkte? Na, wurscht. Ägyptische Wüste. Schauen wir gerade. Das haben wir fast geschafft. Kongo haben wir auch schon fast geschafft. Da haben wir schon 20% Süddeutsch. Ah ja, das machen wir. Das sollte schnell gehen. Haben wir nicht noch einen dritten, wo wir das machen? Ja, Somaliland. Da haben wir auch schon 5,7% Österreicher. 0,55%. Naja. Schiffe bauen wir. So, dann bauen wir noch mehr Schlachtschiffe. Und nochmal 5. Und die sammeln wir aber dieses Mal hier. In Sharm el-Sheikh. Und nicht mehr dort oben. So, vielleicht sollten wir wieder mal in irgendeinen anderen investieren. Was haben wir dann noch nicht in unserer Einflusssphäre? Wir könnten es mit Belgien mal versuchen. Na, Belgien ist doof. Die Grenzen an Frankreich, das kriege ich nicht so einfach. Wir haben nicht einmal in Afrika eine Grenze. Skandinavien hingegen haben wir hier eine Grenze, das ist in der Einflusssphäre von Deutschland. Und die will ich nicht noch mehr verärgern. Chile können wir nicht, das waren wir gerade erst im Krieg. Paraguay können wir glaube ich auch nicht, da waren wir auch gerade erst im Krieg. Nein, doch nicht. Boah, der ist fast in amerikanischer Gewalt. Na gut, den lassen wir. Was mit Venezuela? Neutral, neutral, passt. Nehmen wir glatt. Jetzt ist so geschunden worden von Brasilien. Und das da betteln sich, um Columbia betteln sich offensichtlich Großbritannien und na, doch nicht. Vertraut und neutral. Nicht jetzt? Verstehe ich nicht. British Canada, Columbia. Verzichten wir auf ein wenig Prestige. Ja. Nee, Frankreich kümmert sich auch um Bayern. Jetzt haben wir schon lange keinen Konflikt mehr gehabt, kommt mir vor. Ich meine, ich will es nicht unbedingt verschreien, aber wundern tut es mich trotzdem. Oh, wir könnten. Das will ich aber nicht. Ich will da drüben was machen. Wenn ich da von der Ernennung weggehe. Proportionalwahlrecht, was soll's.
Ich weiß nicht genau, was es bringt. Und was bringt sicher? Ich mag kein Mehrheitswahlrecht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Wir nehmen das Bewusstsein. Wir nehmen immer das Bewusstsein. Hey, wir können eine Kolonie zu einem Bundesstaat machen. Wir wollen keine Liberalen. Pfeif drauf. Vielleicht sind das dann so viele. Ägyptische Wüste. Hurra. Den Fokus entfernen und dann gehen wir gleich woanders hin. Da würden wir was anderes zu einem Bundesstaat machen. Die ägyptische Wüste schauen wir uns nachher auch gleich an bezüglich der Provinzen, was wir da reinbauen. So, wie schaut das aus? Keine Österreicher, keine Österreicher. 2,6%, naja. Uff, dauert lang. Nö. 0,13. No. No. Aber das ist schon besser, aber da haben wir eh schon einen. Nein, Sinai. Sinai wäre ganz nett. Dann ist nämlich der Suezkanal. Da ist die Suez dabei, ja. Der Suezkanal österreichisch. Das wird supi. Da. Obwohl wir so fies sind zu den Deutschen, versuchen sie ständig die Beziehungen zu verbessern. Finde ich nett von ihnen. Ja, und ein Wahlkampf. Und in Ecuador haben sie schon wieder eine Revolution. Das gibt's ja wohl nicht. Können sie nicht aufpassen auf ihre Leute? Schauen wir mal, was dort los ist. Das ist eh so ein Miniland. Und dann schaffen sie es erst. Mein Gott. Geht daher. Oh nein, geht's erst daher. Stahldampfer. So, mach mal. Warte mal, vielleicht können wir da. Nein. Kann man da noch irgendwas Neues machen? Nö. Vielleicht sollte man dann da wieder in Handel investieren. Ah, staatliche Einmischung. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Plus 20% diplomatischen Einfluss. Und wir können Syntheseölfabriken bauen. Das heißt, wir können Kohle in Öl umwandeln. Ja, machen wir das. Wieso nicht? Was machen diese Leute da eigentlich? Wieso steht da 39.000 und hier 000? Irgendein Bug im Spiel. Ach so, genau, wir wollten ja die ägyptische Wüste besiedeln. Ägyptische Wüste, ja, die bauen schon was. Mist. Wir hätten hinschauen sollen, was sie können. Ägyptische Wüste ist das da, ja.
Ah, das wäre cool. Da haben wir tatsächlich Baumwolle. Mittelägypten. Da können wir wirklich Stoffe produzieren. Naja. Egal. Das kann man nicht wirklich was machen. Schnaps oder Wein ist sinnvoll hier, aber das wird weltweit eh schon so viel produziert. Das brauchen wir echt nicht noch mehr machen. Machen wir das so jetzt. Mist. Jojo. Gut, wollen wir wieder die Liberalen an der Macht? Ja, da brauche ich mich weniger um die Fabriken kümmern. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Gehen wir wieder in Richtung Liberale. Yay, wir können Kampfschiffe bauen. Kampfschiffe sind große Schiffe, soweit ich weiß. Schauen wir mal, ob wir die wirklich schon bauen können. Kreuzer, Kampfschiffe. Wir brauchen einen Hafen der Stufe 4 oder höher. Ja, auch bei Kreuzern. Wie bereits gesagt, die können wir nicht bauen, solange wir nicht einen besseren Marinestützpunkt haben. Aber wir bauen ja bereits die ganzen Marinestützpunkte. Warte mal, da haben wir auch schon Angestellte auf 4%. Noch raus. Gut, Slowakei, Österreich, wie viele Angestellte? 4,9 sogar schon. Wow. Angestellte wollen wir auf 4% haben, weil das steigert unsere Alphabetisierungsrate. Nicht, dass wir das jetzt noch unbedingt bräuchten, weil wir haben 95% Alphabetisierung. Also, wahrscheinlich auch nicht wirklich schlechter als heute. Und wenn ich mir manchmal meine Schüler so anschaue, denke ich, dass es heute schlechter ist als 95%. Naja, wobei, ist das vielleicht ungerecht. Alphabetisieren können sie ja nur sinnerfassend lesen nicht. Das war jetzt gemein. Ihr könnt euch beschweren, Kinder. Ecuador ist auch so ein gerütteltes Land, das nicht wirklich was anderes machen kann, als zwischen den Fronten zu leben. Immerhin befreien wir sie gerade von ihrem seltsamen. Bewusstsein ist auch nicht so schlimm. Somit hätten wir das auch geklärt. Planwirtschaft, das ist Unsinn, ja. Hey, wir könnten an den 5. Olympischen Spielen teilnehmen. Natürlich machen wir das. Das verbessert unsere Beziehungen zu irre vielen Staaten. So, was können wir jetzt machen? Hey, yes, wir können auch sozialistische Reformen machen. Machen wir akzeptable Renten. Das klingt gut.
Wir wollen ein gutes Rentensystem. So, ich bin letztens drauf gekommen und kann hier sehen, wie viele Armeetechnologien sie haben. 17 von 30. 20 von 30 Marinetechnologien. Ist das bei mir? Sehen wir uns da auch? 20 von 30 und 14 von 30. Oh, yes. Na gut, soll sein. Wie sind das bei den anderen? Die USA? 21 von 30. Armeetechnisch bin ich denen voraus. Und 19 von 30, das sind doch nicht so wirklich viel besser als ich. Großbritannien, aber die haben nur 8 Schiffe. 19 von 30, die sind ja urhinten nach. Die haben ja gar keine Forschung gemacht. Wo bin ich da? 24 von 30, selbst gegenüber Frankreich habe ich ein stärkeres, also ein technologisch stärkeres Heer. Wobei andererseits, ich habe natürlich das Maximum, was derzeit erreichbar ist, also so gesehen. Deutschland ist gleich auf der gleichen technologischen Stufe und Marine sind sie natürlich besser. Nona. Aber das stört mich eigentlich relativ wenig. Marine setze ich eh nie ein. Die ist nur da, um Truppen von A nach B zu transportieren. Wir wollen Konservative mehr, nicht Reaktionäre. Wer mag schon Reaktionäre? So. Ecuador haben wir mal kurzfristig von seinen Rebellen befreit. Dann sehe ich gerade, dass der Jemen Rebellen hat. Da die irgendwie auch in meiner Einflusssphäre sind, wenn wir da jetzt mal schauen. Achso, Dazu müssen wir zuerst einmal reinkommen. Aussperrungen, Ist okay. Der hat nichts Besseres zu tun, der steht eh nur rum sonst. Schmidt vielleicht, wieso nicht? Wir erhöhen natürlich das Bewusstsein. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie schaut das aus beim Militär? Haben wir da schon welche? Yes! Wir kaufen Geschützrohre! Wahnsinn, 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 Wahnsinn! Und wir haben wieder Liberale an der Macht. Okay. 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 Wow! Der erste Panzer läuft. Ist das cool? Wir bauen unseren ersten Panzer. Wir bauen unseren ersten Panzer. Schon 673. Nicht schlecht. Ein paar Schipernakeln noch. Apropos Schipernakeln. Was wir jetzt noch machen. Das können wir leider noch nicht. Na gut, soll sein.
immer 6 Schiffe, die wir nach Panama schicken. Sobald die Flotten da sind, machen wir das. So fährst du nicht weiter. Ach, schau mal, Scheik. Wieso fährt sie auch nicht weiter? So, warten auf herzlich. Gut. Ja, sind jetzt fast schon wie im Fluge vergangen, könnte man meinen. Wie im Flug ist vielleicht eh falsch, jetzt haben wir in einer halben Stunde ein Jahr geschafft oder so. Ist vielleicht auch nicht im Flug. Aber für meine Verhältnisse war es relativ flott. Liegt vielleicht auch daran, dass ich am liebsten alle Sachen lese, die hier aufpoppen. Weiß, was alles passiert. Ihr habt es eh gesehen, selbst wenn ich mir das anschaue, verliere ich da doch immer wieder Sachen aus dem Auge. So, naja, dann werde ich euch wahrscheinlich wieder alleine lassen und in der Pause werde ich dafür schauen, ob ich die Forts in Afrika bauen kann. Wie schon gesagt, das müsst ihr jetzt nicht wirklich sehen, dass ich das nebenbei mache. Und damit wünsche ich euch wieder einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Ah, das mache ich noch vorher. Wir können Pluralität erhalten. Wir verlieren 1% Bevölkerung. Oh mein Gott. Was ist das? Einige unserer industriellen Einrichtungen in July Fair sind beschädigt worden und die Fabrikführung vermuten, dass rumänische Saboteure hinter den Angriffen stecken. Na sowas. Wir haben derzeit zwar keine überzeugenden Beweise, aber eine gründliche Untersuchung könnte zu einer Erkenntnis führen, was aber wohl nicht ganz billig werden würde. Sammelt die üblichen Verdächtigen ein. Oder führt eine richtige Untersuchung durch. Oh, es ist immer ein Minus von 1%. Warum sollten wir das anderen machen? Weil wir keine Pluralität wollen. Wir verlieren sogar mehr Militanz. Pluralität ist gut. Tja, wie schon gesagt, wir wollen jetzt Schluss machen. Also, noch einmal.
Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.